1900 Euro. Okay, nicht so mein Fall. Aber cool, dass ihr den da habt, habe ich sehr selten irgendwo gesehen. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, lange hat es gedauert, aber heute ist es endlich wieder soweit. Ein weiterer Shopping-Blog. Wir frönen wieder dem Materialismus und wurden heute eingeladen zur Family and Friends Eröffnung in der Augustenstraße 29, ist das richtig? Von Rare Fashion. Bin schon sehr gespannt. Ja, ganz ehrlich, ich war schon drin, ich weiß, was da drin abgeht. Sehr viele nice Pieces und ja, Freunde, wir werden einfach mal reingehen, uns ein paar Pieces aussuchen. Wir quatschen gar nicht länger herum. Schauen wir direkt rein in den Store. Ich weiß, dass da sehr viele coole Marken am Start sind. Angeblich ist auch die beste Marke im ganzen Game Ball der Hitler. Aber wer weiß. Freunde, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Bro, erstmal Congrats zu deiner Eröffnung. Ich habe schon einmal so ein bisschen in einem Video vorgespoilert. Du bist für mich so ein bisschen. Es gibt ja Drogendealer, die verticken ihren Stuff. Und dann gibt es aber die Versorger ganz oben. Richtig. Und wenn der Versorger hergeht und sein eigenes Business macht, dann wird das natürlich sehr gefährlich für die einzelnen Dealer. Auf jeden Fall. Also, du willst das so richtig aufräumen in München oder in Deutschland, sehe ich das richtig? Kann man so sagen, genau richtig, ja. Bei uns ist es jetzt soweit, wir machen unseren eigenen Laden auf. Viele kennen uns vielleicht auch schon, uns gibt es schon ein bisschen länger. 2017 haben wir angefangen. Und ja, wir haben jetzt ein Konzept, was uns auf jeden Fall ermöglicht, das, was wir immer schon erlebt haben, High Fashion den Leuten anzubieten, gemischt mit geilen limitierten Sneakern. Und noch unter anderem Vintage und Archive, was wir im extra Showroom präsentieren. Also im Endeffekt sind wirklich handverlesene Pieces am Start. Richtig. Und eine Auswahl, ganz ehrlich, ich habe vorher schon mal ein bisschen durchschauen müssen, weil die Eindrücke einfach so viel sind, dass man gar nicht weiß, wozu man greifen soll. So ist das. Ich bin sehr gespannt. Du hast dich gönnjamin-mäßig dazu entschieden, mir heute ein Budget zur Verfügung zu stellen. Und ich kann mir eigentlich quasi, so wie damals, mit diesen Kindershows, wo die Kinder durch Spielzeuggeschäft durchgerannt sind und sich einpacken dürfen, was sie wollten. Genau. Das darf ich heute machen. Mega nice. Also danke mal an dieser Stelle. Und ich bin schon sehr gespannt, was ich da noch für Dinge sehen werde. Schauen wir mal durch. Ohne Champagner gibt es keinen Shopping-Blog. Kann das fröhliche Shoppen beginnen, oder? Prost, tschüss. Freunde, ganz wild, eine der allerersten Kanye-Kooperationen, die Yeezy Nike hast du da sogar am Start. Ganz, ganz wilder Schuh für alle, die den noch nicht gesehen haben. Was haben die aktuell für einen Preis? 4000? Die liegen zwischen 3.000 und 5.000. Gucken wir auf die Größe drauf an. Das war aber noch nicht alles. Wir haben da drüben noch eine Sneaker-Wall und ich würde sagen, wir kommen direkt zum Shoppen. Sollen wir was einpacken? Freunde, ganz wild. Natürlich einzelne Dunks unterwegs, auch die. Ein richtiges Grail für einige. Voll, ja. Ben & Jerry's SBs, auch mega vergriffen. Ja, wilde Sneaks auf jeden Fall am Start. Die habe ich mir erst vor kurzem geholt in Orange und Grün. Aber ich sag's, wie es ist, auch wenn ich da die coolen Yeezy sehe, die ich auch nicht so schlecht finde eigentlich, dieses Modell. Mal nach den 350ern wieder mal ein Modell, wo man sagt, okay, ein Eyecatcher. Aber ja, Yeezy für mich, das Ding ist einfach durch. Auch wenn ich den Asael sehe, der auch gut gelungen ist. Und das ist sowieso ein Color, wo ich weiß nicht, ob sich da ein Blauwal übergeben hat, aber mir sagt, nicht haben die Travis Scott natürlich in unterschiedlichen Variationen. Bro, ich sag's dir ganz ehrlich, ich liebäugle schon seit Ewigkeiten natürlich mit dem Travis Dunk. Ah, Brudi, hast du den in einer 43 da? Den habe ich zufällig in einer 43 da. Zufälligerweise? Ja, bitte bringen wir den mal. Mega nice Schuh natürlich, aber Freunde, ratet mal in den Kommentaren, was dieser Schuh mittlerweile kostet. Ich muss den probieren. Wie viel kostet er? Der kostet in dieser Größe aktuell ca. 1300 Euro. Geht aktuell im Preis nur nach oben. Also, wenn man sie nicht trägt, macht man auf jeden Fall auch kein schlechtes Geschäft mit dem. Okay. Aber ich möchte sie natürlich tragen. Ich kaufe nur Dinge, um sie zu tragen. Finde ich sehr gut. Im Endeffekt kann man schon mal einpacken. Nein, Spaß, probierst du. Leute. Sehr, sehr nice. Auch in dieser Box natürlich das Paisley-Logo absolut im Hype momentan. Gibt auch irgendwie eine mega nice Marke namens MEM, soll aber absolut überteuert sein. Die jetzt auch einen gelben Hoodie mit einem Paisley-Muster rausbringen. Können wir die Tür einfach zumachen? Na, der ist schon wieder, das geht mega. Ich hab dir da tatsächlich das allererste Mal an. Ganz, ganz wildes Ding. Ich werde mich jetzt gleich mal, das ist ja das Gestörteste, das ist ein Original Daniel Arsham Spiegel, für alle, die den nicht kennen. Der aktuelle Designer von Dior. Beziehungsweise, ich würde sagen, der macht eine Kooperation mit Dior. Okay.
Weißt du, magst du nochmal neu schneiden? So, das ist nein, nein, alles gut. Okay. Du kannst mich ruhig ausbessern, wenn ich scheiße rede. Also der hat die letzte Kollektion zusammen mit Dior designt. Ja, stimmt, weil davor war Sorayama und jetzt halt der Neuschein. Okay, nein, der ist wild. Also Bro, da muss ich nicht lange überlegen. Die ersten 1300 auf deinen Nacken kann man schon mal einfach anfangen. Danke, perfekt. Oh, Leute, deswegen liebe ich meinen Job, wisst ihr? Hätte mal Schuhe geschoben, schauen wir mal zu den Klamotten, Leute. Here we go. Du hast sehr viel Tour-Merch am Start, den man so eigentlich nicht bekommt. Richtig, genau. Wir haben uns hier eine Auswahl haben wir hier getroffen von verschiedenen Künstlern, die ihr wahrscheinlich alle kennt, sei es jetzt hier Travis Scott. Ja, sagt man nichts. Dann geht es direkt weiter mit Off-White, sehe ich schon. Einiges am Start. Vom Colorway her natürlich flashig. Hat für mich so ein bisschen die Ecstasy-Vibes, die auch Misbehave mit dieser Rave-Collection gerade fährt. Finde ich sehr flashig, finde ich sehr bunt. Eins, muss ich ganz ehrlich sagen, eins der wenigen Off-White-Shirts, die mich jetzt wirklich wieder anspricht. Das ist auch geil. Ja. Also das ist wirklich cool. Hier haben wir was im Beige, auch nicht schlecht. Kann man die auch gut vorstellen mit dem neuen Off-White, dem Vierer. Hier geht's weiter wild, weil ich jetzt gerade zufällig sehe, dass du diesen Off-White-Hoodie am Start hast. Off-White. Und den finde ich absolut nice. X Undercover. Genau. Sehr, sehr cool. So ist ein U, den könnte ich eigentlich direkt anprobieren. Preis? 430 Euro. Okay. Der ist innen bunt. Bro, der ist innen bunt. What the fuck? Was? Ist der Print, der durchschaut, ne? Ach schau, das wusste ich selber nicht. Da ist einfach so ein Rubberprint in Rot drunter, den man aber von außen nicht sieht. Kann man den Reverse tragen oder was? Schau jetzt an, da bin ich selber überrascht. What? Also wenn man den Reverse tragen kann, dann habe ich ja zwei Hoodies in einem quasi. Das ist ja Wahnsinn. Safe! Stimmt doch. Jetzt man kann den Reverse tragen. Was ist denn jetzt los? Bro, kann man schon mal einpacken. Gerne, gerne. Dass ich nochmal was von Off-White kaufe, hätte ich mir auch nicht gedacht. Was ich auch mega flashig finde, habe ich so in Stores noch nicht gesehen. Ihr habt sogar was von Chrome Hearts da. Also das ist wahrscheinlich so ein Kindershirt. Das wird mir vermutlich nicht passen. Das ist eher ein S. Hast du das in meiner Größe? Safe nicht. Du hast ein Piece. Leider habe ich das nicht in der Größe da. Ich habe es in Weiß. Schau mal, so ähnlich da. Okay. Hier. Ja, doch. Das weiß ist sehr schlicht natürlich. Aber wilder Preis. Was wird das kosten? 400? 320 tatsächlich. Ich ziehe das kurz an. Okay, aber vom Fit her, das ist jetzt X-Lash, aber vom Fit her eigentlich in Ordnung. Leicht oversized, finde ich cool. Ja, schon mal nice. Das ist schlicht, das weicht, aber das, du hast noch einen Longsleeve, glaube ich. Ah, das ist halt der komplette Chrome Hearts Film schon wieder. Auch X-Large. Okay, das ist aber wild. Das ist schon ziemlich nice. Auch vom Fit her was besser als das vorige. Und wie du sagst, das ist nicht so oversized. Was haben wir da für einen Preis? Liegt tatsächlich bei 450, 74 Euro. Ja. Zahlst du, kann man schon mal anpacken. Boah, so ehrenlos von mir heute. Richtiger Schmarotzer bin ich heute. Oh, Balenciaga X-Rated. Das finde ich natürlich wirklich Wahnsinn. Das ist der Vêtement Pullover mit den Titanic-Vibes. Aus 2016. 2016. Was kostet der? 900 oder so? 950 Euro. Oh, das sind halt genau die Ärmel, die sie so gemacht haben, damit du dich so hinstellen kannst für die Fotos. Finde ich cool, aber es würde mich einfach stören. Auf jeden Fall ein nices Piece. Miri natürlich muss mit dabei sein. Auch mit den rosa Vibes ganz cool eigentlich. Gallery Depth. Ist das Gallery? Ja, sehe ich die Gallery Depth da. Das heißt im Endeffekt Carhartt nur teurer, oder? Kann man so sagen, ja, es ist aus den USA, schwappt jetzt langsam hier nach Deutschland. Ja. Die Leute wollen sie verrückt, es ist wirklich... Da haben wir Louis Vuitton statt, auch eine wilde Hose, aber ich glaube aus einer älteren Kollektion, oder? Richtig, ja. Da meine Prada-Hose, sehe ich gerade. Auch sehr zurückhaltend, weil das Prada-Sein hier mit dem Dreieck nur so angedeutet ist. Die finde ich ganz cool, die würde ich gerne probieren. Gerne, gerne. Was sagt ihr? Ich muss mir jetzt erstmal in den Spiegel schauen. Ja, es ist gerade... Ah, das ist jetzt natürlich hier nicht weiter, das ist schon Maximum, glaube ich. Ja. Ist nice, aber überzeugt mich jetzt nicht komplett. Ist in Ordnung, aber nur weil es Prada ist, müsste ich jetzt auch nicht direkt zuschlagen. Da finde ich deine, ganz ehrlich, viel nicer. Ja, stimmt. Ich da auch nicht irgendwas. Dieser Zentimeter noch ein bisschen länger, ja. Das stimmt. Ja, und also unten einfach mehr. Offener. Ich kann dir aber eventuell in Schwarz organisieren für dich. Die in Schwarz? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Schreib's auf meine Rechnung. Okay, dann machen wir weiter. Wir waren drüben. Wunsch noch am Start, okay, haben wir schon gesehen. Ich komme halt direkt zum UFO 361. Du hast gesagt, er hat beide Jacken angehabt, gell? Richtig, ja. Für mich die Jacke so ein bisschen auf Clown angelehnt, da finde ich die eigentlich noch nicer. 1900 Euro.
Okay. Ja, zu dem Fit passt er wahrscheinlich gar nicht. Nicht so mein Fall. Aber cool, dass ihr den da habt, habe ich sehr selten irgendwo gesehen. Palm Angels, Harry Preston noch, die Trackpants haben wir hier noch. Palm Angels, Balenciaga muss natürlich auch am Start sein, in grün und rot. Auch ein ganz altes Ding eigentlich. Ich finde aber den Preis mega günstig bei 490, weil ich habe die bei 1000 Euro überall gesehen. Ja, die haben 1000 Euro Retail, gegen ja. Dann Sale und wir bieten sie für den Sale-Preis an. Root am Start, okay, sehr cool. Mit den Steinen in der Philipp Line Kooperation. Kann man so nennen. Okay. Sehr schlichte Pieces, auch mit Amiri am Start, finde ich auch sehr cool, mit diesen schwarzen Dingen hier. Habe ich auch mal überlegt, in einem Shopping-Stream zu holen. Den finde ich eigentlich sehr cool. Auch stonewashed und so leicht used. Ja, Fit ist natürlich nice. Fit ist in Ordnung. Bisschen kurz muss man schon sagen. Genau. Das ist aber beabsichtigt so, ein bisschen crockere Ärmel, ein bisschen cropped. Ja, schon ein cooles Ding, kann man sich überlegen. Gerade vorhin haben wir darüber gesprochen, jetzt sehe ich es, Dior Sorayama. Genau, haben wir auch einen Pulli. Gar nicht mein Fall. Mir ist es exakt auch ein bisschen zu viel. Apo Red wird es vermutlich feiern. Ein Pop Smoke kann sowas tragen, ja. Aber das ist mir echt ein bisschen too much. Dann auch natürlich Vetmarmstadt, Antwerpen, sehr cool. Champion-Kollabo tatsächlich. Ja. Und habt ihr solche Dinge dann nur einmal oder habt ihr Also solche Sachen aus älteren Kollektionen haben wir im meisten Fall nur einmal, aber zum Beispiel hier. Diesen Vetements Hoodie ist auch einer der seltensten. Ja, ist ein Sick Hoodie. Fantasize. Okay, Sick Hoodie. Und den haben wir tatsächlich als Zip unten nochmal. Gucci da noch für den Flex natürlich mittendrin. Und das ist aber so mein Piece, wo ich heute sage, fuck, das ist einfach mit Abstand das Niceste. Das suche ich schon seit Ewigkeiten. Vetement mit Rammstein. Mega cool. Jeder glaubt, du hast da glaube ich einfach Rammstein-Merch an. Aber es ist tatsächlich Vetement. Was kostet der 925? In S. Das ist ein S. Das ist ein S. Typisch wird man Risiko, was weiß. Ja, nices Ding in S auf jeden Fall. Okay. Da noch sehr viel Vintage-Stuff am Start. Ja? Da habt ihr auch eine Kollektion, die sehr, sehr nice ist. Voll. Wirklich, wirklich wild. Ja, Bro, was soll ich sagen? Im Großen und Ganzen eine wirklich sehr, sehr fein ausgewählte Collection, wie schon gesagt. Ein Ding habe ich mir noch gegönnt, liebe Freunde, ich werde es aber nicht verraten. Ratet jetzt mal in den Kommentaren, wozu ich noch gegriffen habe. Bro, vielen lieben Dank. Ich glaube, ich habe eine gute Auswahl getroffen. Auf jeden Fall. Ja. Also Gratulation, sehr, sehr nice Store. Auf jeden Fall abchecken, wie gesagt, in München, Augustenstraße 29, liebe Leute. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schaut auf Instagram vorbei. Ist ja die Frage, wie man die Dinge dann kombiniert. Danke fürs Stören. Freuen uns einfach durch. Die Frage ist dann, wie man die Dinge auf Instagram kombiniert. Schaut vorbei auf Instagram, unten nochmal eingeblendet. Nochmal danke. Das war's von Philipp. Das war's von mir. Euer Maximilian.